Hallo zu meinem ersten Video meines Koi-Teichbaus. Herzlich willkommen für alle, die zuschauen und Interesse daran haben, das Ganze mitzuverfolgen. Ja, was ihr hier seht, ist die Grundlage. Es gibt eine längere Geschichte zu dem ganzen Thema. Wir haben das Haus vor ein paar Jahren gekauft. Da war das Ganze ein ganz großer Naturteich. Die Mauer, die man hier unten sieht, die habe ich nachträglich aufgestockt, weil ich wieder ein normales Schwimmbad haben wollte. Und habe dann hier in zwei vorherigen Anläufen jeweils einen Teich installiert. Ja, was soll ich sagen, war nicht besonders erfolgreich, hat nicht funktioniert von der Filterung her, von der Reinigung her. Mein größtes Problem ist, das kann man hier gar nicht ganz gut erkennen, wir haben sehr viele Bäume, die natürlich im Herbst für viel Laub sorgen. Das wiederum gibt viel Dreck im Teich, dann friert der auch mal frühzeitiger zu. Und am Ende habe ich nichts als Probleme gehabt. Wir sind auch zweimal Fische gestorben. Alles ein bisschen doof. Jetzt habe ich hier gerade einen Schwarm von Schwalben, die bei mir aus dem Teich trinken. Das ist immer wieder ganz lustig anzuschauen. Im Sommer ist das gang und gäbe, dass hier mal 30, 40 Schwalben schwimmen. Nee, schwimmen tun sie nicht, aber trinken. Ja, und jetzt habe ich mich nochmal entschieden, das Ganze abzureißen. Das habe ich schon letztes Jahr abgerissen und bisher aber noch keine Zeit gefunden. Und jetzt fange ich an, das Ganze nach und nach aufzubauen, neu aufzubauen und möchte das jetzt einfach mal so ein bisschen dokumentieren. Zum einen für mich und vielleicht habt ihr auch Spaß dran, das mitzuverfolgen. Was jetzt im ersten Schritt passieren wird, ist, ich gehe jetzt mal hier zwischendurch, ist, dass wir, ich zeige das mal von der anderen Seite, erstmal hingehen werden und da drüben ein Fundament setzen und eine Mauer. Die Sitzfläche wird weiter rausgezogen und das Ganze wird nochmal deutlich abgesenkt, in Summe auf über 1,10 Meter, in dem Bereich auf ungefähr 70 cm und hier in dem direkt vor mir liegenden Bereich kommt nachher, wenn man so will, hier eine gerade Mauer runter, die bis zu dem Teil hier fährt. Das Ganze wird dann eckig angelegt und da kommen dann die Filter rein. Es kommen zwei Bodenabläufe rein, es kommen zwei Skimmer rein und es kommen vier mögliche Rückläufe rein, zwei Stück da hinten und wahrscheinlich zwei, eventuell aber nur einer, das muss ich sehen an der Stelle. Und ja, das ist jetzt der nächste anliegende Bauschritt. Also begonnen haben wir jetzt schon mal hier mit den Ausgrabungen für das Fundament. Da kommen jetzt die Steine rein, die habe ich da hinten schon liegen und das wird jetzt so nach und nach passieren und so wie es dementsprechend weitergeht, werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten. Was für Fische habe ich? Das interessiert vielleicht auch noch mal den einen oder anderen. Es waren mal ganz viele, inzwischen sind es nicht mehr so viele, weil mir wie gesagt einige gestorben sind. Die habe ich retten können und die waren tatsächlich vor 2 Jahren mehr oder weniger Babyfische, 3, 4, 5 cm groß und sind in diesem sehr kleinen Teich die 2 Jahre sehr gut gewachsen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe einen Skimmer oben drauf, den habe ich jetzt rausgezogen, weil die gefüttert werden. Und ich habe eine 20.000 Liter Pumpe dran, die das 8 Stunden am Tag filtert, auch im Winter durchgängig, weil, wie man sehr gut erkennen kann, ist nicht viel Wasser, das zur Verfügung steht, muss also gut gereinigt werden und bisher bin ich damit auch sehr gut gefahren und wie man, glaube ich, gut erkennen kann, das Wasser ist auch sehr klar. Hier gibt es auch noch einen kleinen Bachlauf dazu, der ist momentan nicht an. Ja, und so wird das Projekt jetzt dann nach und nach starten. Ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert und was ihr dazu an Kommentierung vielleicht auch habt oder dann gegebenenfalls während der Bauphase auch an Tipps. Ich freue mich da auf alles. Ich bin Laie. Es wird kein 1000% Koi-Teich. Es wird schon Kois drin geben, aber ich werde es nicht übertreiben. Die Filteranlage werde ich wahrscheinlich aus IWC-Behältern bauen. Habe ich jetzt ein paar gute Videos auch bei YouTube gesehen mit guten Tipps, sodass das Ding nachher gut gefiltert, gut gereinigt ist. Aber ich werde da keine zigtausend Euro teuren Fische reinsetzen. Das ist am Ende was gut funktionieren soll
und schön anzusehen sein soll. Ja, so viel zum Teil 1 meiner Videoserie. Ihr hört bald wieder von mir. Macht's gut. Ciao.